Erinnerung an das vorige Leben, Teil 1. Mein Name war Tom Bleaser. Ich wurde am 2. Juni 1930 geboren. Meine Mutter wurde mit 15 schwanger. Als sie 16 war, kam ich auf die Welt. Ich bekam alles mit, was meine Eltern zu Hause machten. Meine Mutter Maria Bleaser und mein Vater Harald Bleaser hatten eigentlich nie ein gutes Verhältnis. Es schien so, als wäre beiden alles egal. Jedenfalls hatte ich so alles mitbekommen. Leider auch darunter, was ich als Kind hätte nicht mitbekommen dürfen. Besonders Aktionen im Schlafzimmer. Als ich 4 wurde, erzählte meine Mutter von ihren Abenteuern. Was? Ihr dachtet doch wohl nicht an solche Abenteuer wie die, die ihr aus dem Fernsehen kennt. Nein. Diese Art von Abenteuer ist es nicht. Meine Mutter war schon mit 12 ziemlich früh reif und hat sich jeden geschnappt, der ihr vor die Augen getreten ist. Dabei spielte das Aussehen noch nicht mal eine Rolle. Sie erzählte mir also von ihren Geschichten und das Jahr für Jahr. Als ich 11 war, ich kam gerade in die 6. Klasse, bekam ich so ein eigenartiges Gefühl. Jenny Kalina saß direkt vor mir. Seitdem hatte ich so eine Art Verlangen. Ich wollte mir nichts anmerken lassen, aber unten passierte etwas. Ich konnte es mir nicht erklären, da ich erst 11 Jahre alt war. Doch jedes Mal, wenn sie sich bewegte, wollte etwas raus. Ich wollte, dass das da unten aufhört. Doch ich konnte nicht und meine Hose wurde feucht. Ich musste auf die Toilette, um nachzusehen, was das war. Ich öffnete also meine Hose und sah etwas Weißes. Anschließend sagte ich meinem Lehrer, dass ich woanders sitzen möchte, da ich mich nicht unter Kontrolle habe. Doch die Sitzordnung wurde so vorgesehen und durfte nicht verändert werden. Also musste ich damit rechnen, dass jeden Tag etwas unten rauskommt. Nur weil ich direkt hinter Jenny gesessen hatte. In der ersten Pause ging ich zu ihr, um ihr etwas zu erklären. Stotternd sagte ich, hey, Jenny, ich glaube, ich muss dir was sagen. Jenny sah mich gespannt an und wartete darauf, was ich wohl sagen würde. Ich stotterte weiter. Heute im Unterricht ist etwas Seltsames passiert. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also sagte ich es einfach so gerade heraus. Du sitzt doch direkt vor mir. Und jedes Mal, wenn du dich bewegst, hat sich bei mir auch etwas bewegt. Jenny dachte kurz nach. Ich weiß nicht, was du meinst. Also zeigte ich ihr, was ich gemeint hatte. Ich fasste mich unten an und rieb daran. Jenny fing an zu schreien. Eine Lehrerin kam aus einem Lehrerzimmer und fragte, was los ist. Jenny schrie. Dieser eklige Idiot hat sich da unten angefasst. So steckte ich also in einer Zwickmühle und ich habe meinem Lehrer extra noch darum gebeten, mich woanders hinzusetzen. Es war Nachmittag, als es Besuch von einer Nachbarin gab. Nachdem meine Eltern sich mit ihr unterhielten, fuhren sie einkaufen. Ich war also mit der Nachbarin allein. Sie war so in den 40ern. Ich setzte mich neben ihr, streichelte ihr rechtes Bein und dann mich unten. Wütend nahm sie meine Hand von ihrem rechten Oberschenkel weg und schrie, was fällt dir eigentlich ein? Sie erzählte es meinen Eltern und ich bekam daraufhin eine Strafe. Diese bestand darin, dass mein Vater mich mit seinem Gürtel, der aus hartem Leder war, geschlagen hat. Ich konnte oft nicht mehr richtig laufen,
geschweige denn richtig liegen. Über die Jahre wurde ich immer verhaltensauffälliger. Mit 14 wurde ich entjungfert. Mit 15 fing ich an, Alkohol zu trinken. Natürlich durften Zigaretten auch nicht fehlen. Mit 16 kam ich das erste Mal mit Drogen in Kontakt. Die erste Droge war Haschisch. Dies benutzte ich also so circa 2 Jahre lang. Mit 18 machte ich meinen Führerschein. Überraschenderweise hatte ich ihn bestanden. Ich kaufte mir einen kleinen weißen Käfer. Es war mir egal, was für ein Auto es war, welche Farbe es hatte. Hauptsache es fuhr. Und genau wie meine Mutter sich Männer genommen hatte, nahm ich mir alle Frauen, die mir über den Weg gekreuzt sind. Mit 19 traf ich Jenny wieder. Sie hatte mich zuerst nicht erkannt. Ich ging zu ihr hin, gab ihr einen Kuss und sie schubste mich weg. Anschließend packte ich sie mir, zog ihre Kleidung aus und vollzog mit ihr das Rein- und Rausspiel. Fortsetzung folgt.